Hallo und herzlich willkommen zurück zu City War Nation. Mit dabei ist heute sogar der Wogon. Hallo. Hallo. Und ich bin jetzt schon mal auf dem Server. Wogon kommt jetzt auch. Ja. Und ich habe ein bisschen Angst, weil Mystery irgendwas vorhat. Quatsch. Vor allem letzte Folge habe ich gesagt, ja, in der nächsten Folge brauche ich doch mal in Ruhe hier am Haus weiter. Echt? Ja, Oh Mann. weil Silox war das, glaube ich, hat so ein Haus gebaut und das Dach davon sieht noch extrem scheiße aus, kann man sagen. Das wollte ich umbauen. Ich hoffe, wir schaffen. Wir schauen uns heute den Sonnenuntergang an. Ja, Mystery. der ist ja jetzt schon passend. Oh nee. Der Sonnenuntergang. Geil. Schon wieder eine Kiste. Wie Ja. bist du denn da? Oh GG. Mann. Es hat geklappt. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hab mich selbst fast getötet, wie ich gedacht habe. Ich hatte Ich gerade hab doch halbes gesagt, Leben. du hast irgendwas mit Tränken, Ja. womit ich sterben soll. Krass, dass es so funktioniert hat. Alter. Oh. Und ich wollte jetzt übrigens nicht mehr. Ich wollte den Siloxen einen Gefallen tun. Und zwar hatte er die kürzeste Folge gehabt. Die hast du jetzt. Nee, meine war trotzdem noch länger. Echt jetzt? Wir sind schon bei 1,30. Er war bei 45 gestorben. Verdammt, okay, dann nächstes Mal muss ich es dann irgendwie toppen. Ja, danke. Oh Mann, irgendwie tust du mir leid, aber es ist schön, irgendwie deine Reaktion mitzuhören. Ja, zum zweiten Mal in der Kiste getötet. Ja, Zum Déjà-vu. zweiten Mal von dir. Das waren meine einzigen PvP-Tode bis jetzt. Irgendwie schon fast langweilig so. Aber Naja, weißt du ich was? kann. Du hättest mich nicht. Ich war unsichtbar, ne? Echt? Ja, ich hatte keine Rüstung an. Deswegen, du hättest mich einmal umdrehen müssen und ich wäre tot gewesen. Ja, aber du hast irgendwie drei Tränke geworfen und ich war tot. Ich hab, ja, fünf Tränke geworfen. Alter. Ja, aber ich glaube, mich haben nicht mal alle getroffen, weil ich schon tot war. Ja, wahrscheinlich. Ich war gerade. Ich zitter so, das glaubst du gar nicht. Oh Mann. Alter. Wie lange hast du dich darauf vorbereitet? Zwei Folgen. Also eine Folge, wo ich mir das alles so ausgedacht habe und schon angefangen habe, so ein bisschen zu brauen. Und dann die andere Folge, wo ich alles fertig gemacht habe und drüber gelaufen bin. Okay, na, ich werde dann jetzt die Folge beenden. Ich werde wahrscheinlich noch den Rest trotzdem bei Mystery dabei sein. Und guckt auf jeden Fall mal bei Mystery vorbei und das war's dann von meiner Folge. Ja, Tschüss. tschüss. Alter. Ich wusste, dass du irgendwas vorhast, aber so heftig. Also weißt du, ich habe das extra gemacht, weil ich fand damals, hast du und Stormy, ihr habt mich so überrascht damals, also mit diesem Angriff, mit dem Stärkeangriff, ne? Achso. Und ich wollte irgendwie sowas mal zurückmachen, irgendwie. Oh Mann, Alter. krass, dass es so gut funktioniert hat. Ich habe sogar auf Teemolia 1 vs 1 habe ich das trainiert gehabt. Oh Mann, und da habe ich mich oft selbst getötet. War das in Stärke 2, in Schaden 2 dran? Ja. Ja, vielleicht haben wir aber was wir auch noch erbieten müssen. Wahrscheinlich dürfen wir dann keinen Schaden 2-Trank mehr machen. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das dann wahrscheinlich zur Diskussion kommt. Hast du das schon mit den Stärketränken bei dir gesagt? Ja, habe ich schon gesagt gehabt und habe auch schon meine. Ich hatte noch Stärke 2-Tränke, die habe ich schon quasi downgegradet. Kannst du ja machen mit Kann man Redstone. downgraden? Ja, einfach Redstone nochmal. Also die Tränke reinmachen, Redstone dazu, dann sind die länger, aber halt verlieren an Stärke. Und Achso. dann sind die wie Stärke 1. So, da hatte ich jetzt auch mein Schärfe-Dia-Schwert-Problem gelöst. Ja, danke. Oh Mann, irgendwie tust du mir leid, weil ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Weißt du gar nicht, bist du schon mal zweimal an der Kiste gestorben? Nein. Ja, cool. Oh, richtig schön. Nee, finde ich nicht. Oh, komm. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Ich hätte mich nicht mal unsichtbar machen müssen. Ja. Krass. Krass.
Okay. Ich mache den Shader Ja, an. aber ich wusste auf jeden Fall, dass du irgendwas vorhattest, so dringend, wie du mit mir aufnehmen wolltest Ja, und es den war. Sonnenuntergang angucken wolltest. Ich hatte halt nicht so die Lust und Zeit, also schon Lust, aber nicht so die Zeit gehabt, jetzt die ganze Zeit am PC zu warten, bis dann irgendjemand von euch. Also es hätte nicht mal du sein müssen, ne? Hätte genauso gut Stormy oder Zilog sein können. Aber war schon cool so. Vor allem, dass ich dich an der Kiste getötet habe wieder. Finde ich schon lustig. So. Sonst hast du gar nichts Wertvolles dabei gehabt, ne? Ja, Außer ich war ja gerade an der Kiste. Aber eigentlich, also meine Sachen hatte ich schon mit alles. ja, du hattest halt deine Rüstung dabei und du hattest dein Schärfe 3 Dia-Schwert dabei. Das war so das Wertvollste von dir. Ja, und mein Bogen. Was ist der? Power 4. Oh, krass. Okay. Weißt du was, mein Bogen hat einfach Infinity 1 fertig. Oh, krass, Aber das dein ist auch Bogen. schon gut. Dein Bogen ist krass. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, dass ich es wirklich geschafft habe. Ja. Cool. So, ja, ich werde jetzt in der. Und hast du dich bei uns ausgelockt? Ich habe mich bei euch ausgeloggt, ja klar, sonst wäre ich nie so schnell bei dir gewesen. Warum hast du gefragt, ob ich eigentlich schon bei meiner Stadt oder bei euch bin, ne? Ja. Genau, könnte man denken, ne? Ja, gut, also hätte nichts heißen müssen, ne? Hätte genauso gut einfach aus Neugier sein können, Ja. ne? Ja, auf jeden Fall war es cool gewesen. Doch? Oh Mann, ey. Du regst dich gerade voll auf, wahrscheinlich drüber, dass du wieder in der Kiste gestorben bist, oder? Ja, das ist einfach so. Ich weiß nicht. Ich sterbe halt. Ich bin an der Kiste gestorben, hatte einen Kampf, hab gewonnen. Hab einen Kampf gewonnen, bin wieder an der Kiste gestorben. Das heißt ja für dich eigentlich nur positiv, dass du den nächsten Kampf gewinnen wirst. So rein theoretisch. Oh. Okay, ich werde jetzt diese Folge noch in die Hölle gehen und mir jetzt ein paar Level holen, denke ich mal. Weil ich noch ein bisschen was verzaubern muss und noch ein bisschen was anderes vorbereiten muss. Weil, also für meine Zuschauer jetzt, das war jetzt die Aktion war dafür da. Ich hätte jetzt entweder noch 3, 4 Folgen da rein investieren können, dass ich mir zum Beispiel ein starkes Schwert und einen Bogen hole und so Ja, Sachen. Das oder hat. du holst ihm eins. Oder deins. Das also, und da war das halt natürlich viel verlockender, das einfach von dir zu holen. Ja, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gemacht. Fand ich ganz cool. Vor allem, ich wollte dich jetzt einfach nicht so töten, sondern ich wollte einfach mal was riskieren. Vor allem, also, hättest du es gewusst und hättest du mich vielleicht gesehen, nicht an der Kiste gewesen. Mit einem Hit wäre ich Ja. tot, mit einem Hit wäre ich tot gewesen. Besonders, weil ich mich auch noch selbst einmal getroffen habe mit dem Trank. Also, ich habe noch Wogan im Voraus gesagt, so. Also, Wogan hat so gefragt: Ja, hast du jetzt dein ganzes Equip an und so und willst du mich jetzt damit angreifen, ne? Und. Ich hätte so, also so leicht, wie ich jetzt sterben hätte können, so leicht angreifbar war ich noch nie gewesen, ne? Also, keine Rüstung an und dann auch noch geschwächt von einem Schadentrank. Ja, und nur unsichtbar. Und nur unsichtbar, und deswegen, dass man halt unsichtbar ist, muss man halt die Rüstung ausziehen. Das war schon eine riskante Aktion, besonders wäre ich auch schon fast gestorben auf dem Hinweg, ne? Weil ich keine Rüstung anhabe und in der Nacht rübergelaufen bin. Das wäre natürlich am besten gewesen. Da, ja, das wäre cool gewesen, ne? Ja. Mal gucken, ob ich so eine Aktion jemals nochmal machen werde. Ich glaube eher nicht, aber. Oh Mann, Alter, warum sind Tränke eigentlich so OP in Minecraft? Müssen sie ja nicht mal unbedingt, ne? Aber Schadenstränke und Stärketränke sind schon die Tränke, wo man. Die sind schon krass. Also, ich werde mir auch fürs nächste CityWorld-Projekt, also den Nachfolgeprojekt, wenn es dann irgendwann mal startet, und auch für dieses Ding könnten wir eigentlich mal festlegen, dass wir diese, also wirklich Stärke und Schadentrank nur noch Stufe 1 nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen OP, also habe ich jetzt gerade selbst festgestellt, wie OP das ist. Ja. Weil es geht halt durch die Rüstung durch. Es ist egal, was du für eine Rüstung anhast. Und in den 2 gegen 2 Kampf hat man das ja auch gesehen. Ja, Den also Pfeil die einfach mit Stärke. zwei Schlägen tot. Ja. Diese Stärketränke, die sind sehr extrem. Also besonders Stärke 2. Also Stärke. Oh shit, da ist ein Gast. Stärke 1 ist ja schon ganz gut, aber Stärke 2 ist einfach so richtig krass stark. Hey, wo ist denn hier noch ein Gast? Warte, ihr werdet nicht sterben jetzt diese Folge noch. Hoffentlich. Ha, danke. Aber dann ist mein ganzes Equipment weg. Nö, das habe ich schon gesichert. Also.
Das wäre sonst ein bisschen arg dumm. Und es ist auch ein bisschen arg dumm, wie ich mich gerade hier in der Hölle rumbewege. So ohne irgendwelchen Flöcken oder sowas. Ich brauche einfach richtig lang, bis ich wieder ein Diaschwert habe. Ich finde nie Diamanten in diesem Projekt. Genau echt? Wie in die Wölfe und alles Mögliche. Ja, wer weiß, was jetzt die nächsten Quests bringen, ne? Also da kannst du dir ja selbst Sachen rein voten. Vielleicht hast du ja Glück. Ja. Wahrscheinlich kriegst du... Ja gut, guck mal, das ist eigentlich relativ wahrscheinlich, dass du dann was bekommst, was du möchtest, weil... Angenommen, du kriegst nicht das, was du dir ausgelost hast, es kann ja sein, dass dann Stormy oder Zilox das bekommen und du dafür was bekommst, was die wollen. Ja gut, das kann ja sein, dass die dann gerade tauschen könnten, ne? Rein theoretisch. Okay, ich muss eigentlich da runter, was mache ich hier oben? Also, dann votet irgendwer wieder... zwei Setzlinge rein und dann kriege ich die. Das weiß ich schon. Also ich wollte Setzlinge, also ich wollte wirklich Setzlinge reinvoten und zwar Truppenholz. Und zwar Truppenholz wollte ich reinvoten. Weil das kann ich. Ich sag voraus, dass ich das bekomme. Vielleicht können wir ja tauschen, ne? Ja. Auf jeden Fall. So, hier war ein Nitterquarz irgendwo da unten. So, mal gucken, wie schnell ich jetzt noch ein paar Level zusammenkomme. Ist das jetzt irgendwie so ein schlechter Witz, dass ich jemanden an den Kisten sterbe oder so? Ich stell mal vor, es passiert einfach nochmal. Ja. Vor allem immer durch mich auch noch, also... Ja auch. Vor allem, ich hatte bis jetzt immer nur dumme Tode. Ich bin einmal an der Kiste gestorben, einmal von einer fliegenden Insel gefallen und einmal an der Kiste gestorben. Also ich hatte jetzt auch einen richtig dummen Tod. Da bin ich ja auf den hohen Baum in unserer Stadt gegangen und wurde dann von einem Zombie... einmal angehittet und bin dann durch einmal einen Block runtergefallen, ne? Das war auch so richtig, so richtig blöd gewesen. Sah auf jeden Fall lustig aus. Und sonst bin ich halt einmal durch Stormy gestorben, also du hast eigentlich die Arbeit gemacht für Stormy. Ja. Und das andere Mal bin ich halt die letzte Folge gestorben durch dich, ne? Wo ich keine Crypt Leiter hatte. Drei Tode habe ich. Also zwei Kampftode und ein Tod durch Fallschaden. Ja, genau wie bei mir. Wir haben so viel gemeinsam. Aber du hattest wenigstens wirkliche Kampftode. Stimmt, du hattest ja jetzt immer diese komischen Kämpfe. Ja, ich hatte jetzt vier Kämpfe. Zweimal an der Kiste bin ich gestorben und zweimal normal. Die habe ich dann mit Stormy und einmal eben alleine gewonnen. Aber da hattest du halt auch nicht dein richtiges Equipment und was du sonst... Ja. So zum Kämpfen benutzen könntest du das. Ich weiß, du kannst es ja sowieso rein theoretisch in den Folgen gucken. Weißt du, was ich für ein Diaprostan ich hab? Ich hab einfach Schutz 3, Haltbarkeit 3 und Dornen 2 drauf. Lol. Also das ist richtig krass, finde ich. Okay, ich hab nur komplette Eisenrüstung, weil ich nie Dias finde. Ja, stimmt. Und du bist halt auf die du bist halt so stark gewesen wegen den Stärke 2 Tränken die ganze Zeit, ne? Ja. Also da hast du ja die Kills gemacht. Also ich bin aber jetzt sehr gespannt, weil wahrscheinlich jetzt nochmal wegen den Tränken da drüber gesprochen wird. Wie dann die nächsten Kämpfe so aussehen werden zwischen uns, weil... Ja, aber wenn man sich die Kämpfe so anguckt, das ist wirklich immer nur zwei Schläge, jetzt einmal von hinten drei Tränke oder so. Ja, deswegen also... Wird schon langweilig, die Kämpfe. Ja, deswegen, ich will jetzt schon, also, du kannst es schon mal anfragen, wenn du magst, in die Gruppe einfach, ob wir diese Tränke verbieten, also Stärke 2 und, also Stärke 2 ist ja verboten schon und halt einfach noch diesen Schadenstrank 2. Okay, wenn wir schon dabei sind, was hältst du denn von Gift 2? Von was? Vergiftung 2. Da wollte ich mir nämlich ein paar Tränke machen, aber die sind vielleicht auch ein bisschen OP. Kann man dann denn sterben? Nee, kann man nicht, aber wie willst du abhauen? Stimmt. Ja, wir könnten doch ja sagen, dass ich würde sie einfach verallgemeinern. Damage-Tränke, alle Damage-Tränke Stufe 2 sind verboten, oder? Ja. So könnte man es am besten verallgemeinern. Also einfach alle Dinger, die Damage machen, irgendwie. Okay. Ja, beim Gifttrank ist das einzige Problem auch, dass man sich mit selber treffen kann. Ja, Schadenstrank auch. Ich habe mich ja gerade getroffen. Ja, aber wenn man dann irgendwie in sein Haus von oben dann Schadenstrank runterwirft. Ja, bei Gifttränken, wenn man die so von oben wirft, kann er halt einfach wegrennen. Und muss halt sich kurz verstecken. Stimmt, ja. Wenn du dann vier Schadenstränke kurz hintereinander ganz schnell runterwirfst, ist er vielleicht schon tot. Ja. Aber ich glaube, ich kenne jetzt mein Ziel für die nächsten Folgen. Also erstmal Rüstung farmen und so. Klar. Aber das meinte ich gar nicht, sondern ich baue uns ein Lagerhaus mit einer Pistenbohr, damit ich da nicht mehr dran sterben kann. Das ist geil. Stell dir vor, und dann baust du dir sowas, was richtig sicher ist und so. Und dann gehst du rein, denkst du so, ach, ich gehe schon rein. Jetzt und stehst du schon unsichtbar in der Ecke. Ich stehe schon unsichtbar in der Ecke oder...
Oder du vergisst einfach das Ding gerade zuzumachen hinter dir und dann ist es total egal, dass du das gebaut hast. Das wäre auch richtig lustig. So, ich werde jetzt auch gleich die Folge beenden, weil die wollte ich diesmal nicht so lange machen, weil ich die letzten schon etwas länger gemacht habe. So, deswegen gehe ich jetzt mal zurück. Hab ein paar Level gefarmt, ganz gut. Ja, hatten zwei erfolgreiche Folgen, ne? Ja, ich meine, deine Folge war ja schon erfolgreich für dich. Du hast einen Kill gemacht, immerhin, ne? Wie meinst du das jetzt? Mich selbst oder was? Nein, die letzte Folge von dir, die war ja Achso, die erfolgreich. letzte. Also die vorletzte jetzt eigentlich so. So gesehen. Ich meine, die war ja nicht schlecht, oder? Du hast uns mich getötet. Ja, aber so krasse Sachen habe ich da jetzt auch nicht rausbekommen. Ja, stimmt Werfe 1, Eisenschwert. Schon krass, ne? So Schärfe Und 1 das haben die in Eisenschwert. Kiste gerade getan, das habe ich noch. Ja, jetzt freust du dich darüber, du hättest jetzt gar kein Eisenschwert-Ding oder irgend sowas So, in wir der Hand, haben, ne? glaube ich, noch vom Kampf davor, wo du und Black Tiger gestorben bist, haben wir so eine Kiste, da sind noch ganz viele Sachen von euch drin. Ach so, okay. Damit werde ich mich auch, denke ich mal, erstmal quitten. Man, unseren Sachen bedient er sich jetzt, ne? Also dann braucht man auch kein Mitleid zu haben mit dem, Ja, aber ne? von euch habe ich immer nur so schwache Sachen bekommen. Weil wir noch nie unser starkes Equip anhatten. Ja. Selbst Black Tiger hat ja noch seine 18 Diamanten oder so, ne, in den Kisten. Ja, das Also. ist halt richtig unfair. Immer wenn wir kämpfen, sieht die einfach nur so scheiße equipped aus Eisen an. Ja, aber du jetzt. Du hattest ja auch nicht deine Bierrüstung an, ne? Ja, ich Also, habe hätte. keine Ja, Bierrüstung. ich mein Ich ja finde nur. doch nie die was. Oh shit, sind da viele Gegner, Alter. Ich denke halt an der Stelle, wo Silox damals in der Hölle gestorben ist. Die Folge habe ich immer noch nicht gesehen. Ne, ich muss sie dir angucken. Das ist so genial. Die Zahl weißt du nicht, oder? Boah, ne. Aber ich glaube, das ist sogar irgendwie im Thumbnail zu erkennen, dass die da sind. Okay, ich guck So. mal kurz. Gut, dann war das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Folge. Ich gehe jetzt gerade mal zurück. Bin ja gleich da. Und dann werde ich die nächsten Folgen jetzt wieder, denke ich mal, weiterbauen an der Stadt und werde auch im Haus weiterbauen, dass es ein bisschen vorangeht. Und werde dann nochmal, demnächst jetzt nochmal in die Hölle kurz gehen, weil es sind ja gerade noch 7 Level, die mir fehlen. Das werde ich wahrscheinlich nächste Folge zuerst machen und danach werde ich noch ein bisschen am Haus bauen. Die nächste Folge nehme ich übrigens mit Tim auf. Also in der nächsten Folge wird Tim mit dabei sein. Vielleicht hat er noch einen anderen Plan. Mal gucken, was wir da machen. Ja, mal gucken. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich ja lebend an den ganzen Gegnern vorbeikomme. Die stehen nämlich nicht an Kisten. Ja. Ich würde mir gerne auch mal wieder so einen richtigen Kill haben, so im Kampf, weißt du? So im Schwertkampf. Aber kommt Ja, noch. hätten wir machen können. Hätten wir. So. Ja, und was ich nächste Folge machen muss, ist ein Dach hier drüber bauen, irgendwie. Unbedingt. So. Ich gucke jetzt gerade mal noch kurz, was das jetzt kosten würde. Wie lange ist die Folge jetzt schon? Nicht so lang, nicht so lang. Also. Hört sich ganz so. Also ich beende jetzt, aber ey, ich könnte ja kurz das machen, dann mache ich noch das. Nein, aber ich muss sie wirklich jetzt gleich finden. Ich muss jetzt gerade gucken, was es kostet, deinen Stärkebogen mit meinem Infinity-Bogen zusammenzumachen. Ja, kannst du schon mal für mich verzaubern? Ich hole mir den dann. Alles klar. Mache ich doch gern für dich. Oder den Knochen, wie wär's mit damit? Hättest du gerne einen Knochen? Also mein Bogen wäre mir da schon lieber eigentlich. 34 Level, Alter. 31, okay, 31, das ist krass. 31 Level sind schon heftig. So, dann gehen wir noch schlafen. Und dann machen wir noch das. Ne, und dann können wir noch ein Dach bauen und dann hole ich mir noch eine Spitzhacke und. Nein. Ich beende jetzt einfach die Folge. Tausche noch das dann damit aus. Ich hab voll den Crap in meine Kiste getan von dir. Meine Danke. Ender-Chest. Danke. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Mystery. Tschüss. Yes.